Laut dem Dexter-Scan bin ich tatsächlich weiß. Okay. Schließlich willkommen, Leute. Diättag Nummer 2. Und wie im letzten Video angekündigt, findet heute ein DEXA-Scan statt. Mehr oder weniger ist ein DEXA-Scan ein digitales Röntgenverfahren mit einer minimalen Strahlendosis. Man kann da die Knochendichte messen und auch das Körperfett. Und es soll ziemlich präzise sein. In 6 Monaten würde ich dann auf jeden Fall nochmal einen DEXA-Scan machen. Und dann sehen wir auf jeden Fall den Körperfettunterschied. Jetzt benötige ich mal einen Haarschnitt. Also... So, schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus. Die perfekte Frisur, um die Geheimratsecke zu verstecken. Wenn ihr selber eure Haare schneiden wollt, schaut euch ein altes Mr. Schlitz Video an. Könnt ihr euch selber die Haare schneiden. Und jetzt geht's ab nach Wien. So, als erstes schmeißen wir den Müll aber weg, damit ich ewig auf Video erfasst habe, dass ich Müll weggeschmissen habe. Normalerweise macht das meine Frau. Die schmeißt den Müll, glaube ich, 3 Mal am Tag weg. Schaffe ich es in diese Lücke rein. Hier darf man anscheinend nicht kreuzheben, also nicht falsch kreuzheben. Kommt doch schon meine Frau mit der Dönerschleuder. Was läuft? Ich bin gerade auf. Das Baby ist auch am Start. Die Kleine da hinten vloggt anscheinend auch. Ja. Wir droppen die Kinder schnell bei unseren Großeltern. Ah. Ihren Großeltern ab und dann geht's ab zum DEXA-Scan nach Wien. Weißt du, dass das nicht so schön ausschaut, wenn deine Haare zugebunden sind? So schaut's besser aus, ja. Eine Windmaschine. Eine Windmaschine, ja. So, die Kids sind jetzt bei den Großeltern. Jetzt geht's ab nach Wien. Frau hat spontan entschieden, dass sie auch einen DEXA-Scan macht. Sie macht ebenfalls dazu einen Vlog. Also, falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch hier ihren YouTube-Link. Ich bin voll der Supporter. Also, los geht's. So, jetzt sind wir in Wien. Da befindest du es in Wien. Ja. Jetzt hast du die Haare wieder zu. Eine Katastrophe. So. Hier sind wir mit 22, da ist die Farbe schon ein bisschen angegangen. Was schätzt du, wie viel Körperfett du hast? 22, irgendwas. Ja, was schätzt du, wie viel ich Körperfett habe? 26. 26? Du bist aber eine Schlawinerin. Was sagst du eigentlich zu meinem Stativ? Schaut toll aus. Führst dich ein und lass es dann für DEXA-Scan auswerten. Vielleicht zählt das ja als Muskelmasse. Naja, dadurch habe ich dann weniger Körperfett, weil ich mehr Masse in mir habe. So, gehen wir rein. Da sind wir daheim. Gesundheit liegt nahe. So nahe auch wieder nicht. Wir mussten 80 Kilometer fahren. So, hier sind wir. Zweiten Stock. Radiologie. Jetzt haben wir so einen orangenen Umschlag bekommen. Und jetzt heißt es ein bisschen warten. Siehst du, haben wir sogar Aussicht aufs Dönermobil. So, wir dürfen zusammen in der Kabine, weil wir uns schon mal nackt gesehen haben. So, da liegt der Schlitz am DEXA-Scan drauf und ja, ganze 9 Minuten musste ich still liegen. Das ist für mich eine ganz spezielle Herausforderung. Aber sonstigerweise war das überhaupt kein Problem und die Zeit verging wie im Fluge. So schaut das Ganze dann aus. Da meine Skoliose ist ja schon. So, wir sind wieder im Auto angelangt. Die Ergebnisse sind verheerend. Was hältst du jetzt von deinen Werten? Es ist ziemlich überraschend, die Verteilung, wo ich mehr Muskeln habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das Ganze hat jetzt 140 Euro gekostet für uns beide. Also 70 Euro pro Person. Bevor wir euch verraten, wie viel Körperfett wir tatsächlich haben, hätten wir jetzt das Gym hier in der Nähe irgendwo in Wien. Bevor wir entscheiden, in welches Gym wir gehen, haben wir sich noch einen Booster rein. Nur einen Koffeinbooster, der ist voll legal und voll natural. Ja. Arthur hat immer so viel Wasser rein. Ich würde dieses Zeug einfach schnell als Shot runterkippen. Was der Pech gehabt, sei froh, dass du überhaupt was hast. Wie auch immer, ihr werdet gleich sehen, in welchem Gym wir uns befinden. Bis gleich. Auf Wiedersehen. So, wir stehen hier auf einem industriellen Parkplatz. Wir haben uns für das Clever Fit in Stadtlau entschieden. Mal sehen, wie es so ist. So, hier ist das Clever Fit. Da ist ein Sturm. Kann man sich ausraufen nach dem Gym. So, schaut das Gym hier aus. Das ist definitiv etwas größer. Hier sind ein paar Stepper. Und hier ist ein Kurzhantelbereich. Was hältst du vom Gym? Ich habe keine Hackenschmidt-Maschine. Keine Hackenschmidt-Maschine, ja. Das sind halt diese öden Techno-Gym-Geräte. Da kannst du ein bisschen dich aufwärmen. Deine Legs. Aber sie haben genauso viele Power-Racks wie in Krems. Ja. Ja, das war das Gym. Na gut, wir hauen jetzt mal rein. So, wir machen heute ein Full-Body-Pull-Workout, um unsere hintere Kette voll und ganz zu trainieren und ein paar neue Geräte zu probieren. Hier versuchen wir auf der horizontalen Hyper-Extension die perfekte Einstellung zu finden, aber das gelingt uns nicht gleich am Anfang. Ich habe es mir neben mir bequem gemacht und habe versucht, meine hintere Schulter etwas aufzuwärmen. Ich habe ja auch ein bisschen Zeit benötigt, um hier die perfekte Position zu finden, da ich üblicherweise meine hintere Schulter auf anderen Geräten trainiere. Anschließend hatte ich auch Bock, die horizontale Hyper-Extension auszutesten.
testen, nur hatte ich ein paar Probleme mit der Einstellung. Bis ich die optimale Einstellung fand, musste ich 2 bis 3 Mal absteigen und ja, hier ist mein nigerianischer Prinzenarsch und im Hintergrund machte Arabella die Waden, die sollte ich dann auch machen. Die habe ich tatsächlich auch dann gemacht, nur nicht gefilmt. Hier konnte ich nach langer Zeit mal wieder eine gepolsterte T-Bar-Ruder-Variante austesten. Unser heimisches Cleverfit hat nämlich kein solches Gerät. Bei der konzentrischen Bewegung habe ich im Unterbauch ein leichtes Ziehen verspürt. Daher habe ich die Übung nach einem Satz beendet. Stattdessen habe ich eine ruderähnliche Übung mit einem breiten Griff in der sitzenden Position ausgeführt. Im ersten Satz merkte ich, dass die Sitzposition viel zu niedrig eingestellt war. Daher habe ich sie dann etwas raufgestellt. Danach hatte ich Lust auf Klimmzüge und daher machte ich diese dann auch. Angezogen und mit vollem Magen habe ich etwa 109 Kilo gewogen und habe mich im ersten Satz 11 Mal raufziehen können. Daraufhin wollte Arabella auch etwas Frauenpower zeigen und hat auch ein paar Klimmzüge absolviert. Zum Auspumpen gab es dann noch ein paar Backoff-Sätze am Latzug. Und ja, die Kamera fiel runter und ja, ich habe mich nicht ablenken lassen und trotzdem weitergemacht. Das nenne ich mal eine richtig schlitzige Perspektive. Im Anschluss habe ich noch die Beinbeugermaschine im Stehen gemacht, aber da habe ich einfach mal vergessen zu filmen. Und wie ihr seht, habe ich zu guter Letzt noch die Adduktoren machen wollen. Irgendwie war die Maschine anders, obwohl sie fast ident aussah. Ich habe das Gewicht mal auf 70 Kilo eingestellt, was ja im heimischen Gym bei der Adduktorenmaschine das Maximum ist und eigentlich ziemlich easy geht, war hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ich habe das Gewicht dann auf 50 Kilo runtergestellt und habe auch kaum was bewegt und habe mich schlussendlich bei 25 Kilo zurechtgefunden und konnte da ein paar Reps raushauen. Ich habe mich schon gefragt, ob mit mir etwas nicht stimmt, aber ja, das ist anscheinend die Maschine gewesen. Nach dieser Übung war das Workout beendet und wir konnten wieder zum Auto zurückkehren. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt gehen wir Bier saufen. Was sagst du? So Leute, wir sind fertig mit dem Gym. Arabella ist gerade im DM und ich nutze die Zeit, um euch meinen Körperfettanteil zu verraten. So, ziehen wir das Ganze mal hier raus. Laut dem Dexascan bin ich tatsächlich weiß. Okay. Irgendwie sieht man meinen Dingsbums, ist nicht so wild. Auf jeden Fall sieht man hier meine Mini-Lungenflügelchen. Man sieht schon, da ist schon einiges an Masse da. Also hier ist das Ergebnis. 32% Körperfett, das ist einfach nur zu heftig. Hier steht nochmal die Magermasse und Fett. Also Magermasse habe ich 68,1 Kilo. Fett habe ich satte 32 Kilo an meinem Körper. Das ist wahnsinnig viel. Also ich schleppe 32 Kilo Fett mit jeden Tag. Hier steht mager, fett, fettfrei. Also 71 Kilo fettfrei. BMC heißt Bone Mineral Composition, also Knochendichte. Also 3,5 Kilo. Vom Body Mass Index her bin ich, jo, ich bin fettleibig. Hier ist die zweite Seite. Oh, Frau auch wieder da? Ja. Ein Lobello hat sie sich gegönnt. Sehr wild. Körperzusammensetzung, Ganzkörperbasisanalyse. Arme habe ich 18,9% Körperfett. Rechter Arm, hey, aber es ist zumindest ausbalanciert. Beine 35,5% Körperfett. Auch recht ausgeglichen. Also ich bin links und rechts schon ziemlich gut ausgeglichen. Ihr könnt ja gerne auf Pause drücken und euch das genauer anschauen oder mit euren Dexascans in Zukunft vergleichen. Hier sind die Nebenergebnisse, Ganzkörperbasisanalyse. Ich denke, das hat mit der Knochendichte was zu tun, das interessiert uns nicht. Man sieht irgendwie mein Peatmatz, ich decke das mal wieder zu. Man sieht hier so schön meine linkskonvexe Skoliose. Hier sieht man die Densitometrie, das sagt mir wirklich nichts, hat wahrscheinlich auch wieder mit der Knochendichte was zu tun. Das ist die Seite 3 und auch die letzte Seite. Und ja, das hat auch wieder was mit der Knochendichte zu tun. Da gibt es einiges an Fett abzunehmen. 6 Monate habe ich Zeit, 32% Körperfett und 32 Kilo Fett. Wenn ich 32 Kilo Fett abnehme, habe ich 0% Körperfett. Das heißt, es ist gar nicht möglich, weil ich davor wahrscheinlich tot bin. Aber ich denke, wenn ich 77 Kilo habe und das darf ich auf der Bühne wiegen, bin ich schon im einstelligen Körperfettbereich. Also ich sollte da schon ziemlich shredded sein. Jetzt ist die Arabella dran, jetzt macht ihr Video über ihren Dexascan, über ihre Ergebnisse, die verrate ich nicht. Wie gesagt, ihr könnt ihren Kanal folgen, da kommt ihr Video hoch und ich verabschiede mich mal hier an dieser Stelle. Abonniert mich nicht. Ist mir egal, haltet euren Arsch sauber. Haut rein, Leute.